Auch in Schweden war im Jahr 2018 Riesenwaldbrände, 28 Stück davon. Mein damaliger Co-Präsident beim Club of Rome, Anders Wijkman, der kam aus Schweden und ich habe so einmal in der Woche mit ihm telefoniert und sagte, schon wieder ein großer Waldbrand. Und dann war natürlich das, was Greta Thunberg mit ihrem Schülerstreik gesagt hat, auf einmal jedem Schweden klar. Sie hat mir dann gesagt, hätte sie genau das Gleiche ein Jahr früher gesagt, hätten die Leute alle sie für verrückt gehalten. Aber nachdem es richtig einfach so gebrannt hat, da war jeder überzeugt, sie hat recht. Ich habe sie im August persönlich kennengelernt. Da war der erste gesamteuropäische Schülertag von Fridays for Future. Und da haben wir mir die Ehre gemacht, den Einleitungsvortrag zu halten. Und dann habe ich auch mit Greta Thunberg geredet und fand sie ungewöhnlich vernünftig. Und dann auch zu ihrem Charakter. Danach haben wir eine Pressekonferenz gemacht. Da fragte ein Journalist: So, Greta, wann ist denn Ihr großer Auftritt? Dann sagte sie: Gar keiner. Ich will zuhören. Wir sind doch eine Gemeinschaft. Die Schüler aus Weißrussland und Spanien und so weiter, die sind doch alle hier. Da muss ich zuhören. Also ganz anders in der Presse wird sie ja als ruhmsüchtige Göre dargestellt. Das ist ein völliger Unsinn. So ist die nicht. Und sie guckt dann immer, was die Wissenschaftler sagen, damit sie einigermaßen abgesichert ist. Naja, also es war ein Katastrophenjahr. Ich war neulich im Waldviertel in Österreich. Es sind an den Straßen überall Baumstämme.